In den Schnee mit Style. Allradler gibt es viele und meist sind sie durchaus hübsch anzusehen, aber so richtig gutes Design findet man nicht allzu oft. 4x4 mit japanischem Schick, das ist der Mazda CX-5. Die Kodo genannte Designlinie zieht sich bei Mazda durch die gesamte Modellpalette und findet im CX-5 aktuell ihre größte Family-SUV-Ausbaustufe. Mazda erklärt seine Form mit Analogien zum Tierreich. Von Raubkatzen im Sprung und Bewegung im Stillstand ist da die Rede. Mit hochphilosophischen Sätzen und japanisch tiefschürfenden Zitaten wird hier beschrieben, was wir recht simpel als attraktiv bezeichnen würden. Gespitztes Familiengesicht trifft auf gespannte Flanken und mündet in einem versöhnlichen, aber bei weitem nicht beliebigen Heck. Unser Test CX-5 kommt in der Revolution Top-Ausstattung und ist somit nahezu voll ausgestattet. Mehr geht da kaum noch. Ein Lederlenkrad, Ledersitze und so weiter und so fort. Beim Look des Interiors hat Mazda ohnehin gerade einen Lauf. Auf erfrischende Weise wird hier Bekanntes neu interpretiert und zwar ohne zu verstören. Es bleibt tadellose Bedienbarkeit und ausgefuchste Logik bis ins Detail. Das ist leider nicht bei allen japanischen Fahrzeugen selbstverständlich, doch Mazda hat hier den Bogen raus. In Summe lässt sich sagen, dass man sich hinter dem Steuer des CX-5 durchaus wohlfühlen kann. Wir waren mit ihm auf einer winterlichen Tour und haben uns deswegen für die Top-Motorisierung entschieden. Das bedeutet, dass man jederzeit auf 175 Diesel PS setzen kann, die von einem 2,2 Liter Vierzylinder generiert werden. Seine 420 Newtonmeter Drehmoment verteilt er elektronisch gesteuert an beide Achsen und sorgt so für durchaus dynamisches Vorankommen. 207 km/h Topspeed und ein 0 auf 100 Sprint in 8,8 Sekunden sind möglich. Dank Sky Active Technologie sollen im Schnitt nicht mehr als 5,2 Liter Diesel in die Brennräume tröpfeln. Auf unserem winterlichen Trip mussten wir natürlich auch die üblichen Testparameter abklopfen. Der Kofferraum zum Beispiel eignet sich dank 1620 Liter Maximalvolumen hervorragend für allerlei Wintergerätschaft. Wir haben uns für fesche Rodeln entschieden. Doch viel mehr als das Ladevolumen hat uns die Allradkompetenz interessiert, denn Mazda wandelt sich in den letzten Jahren immer mehr zur Allradmarke. Man rührt dafür zwar fest die Werbetrommel, doch probieren geht immer überstudieren. Der CX-5 gräbt sich, wie man sieht, prächtig durch den Schnee. Das Allradsystem arbeitet dabei mit einer intelligenten Verteilung der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse. Das macht jetzt keinen Bergsteiger aus ihm, aber ein wenig Tiefschneesurfen ist immer möglich. Unser Go-Fazit zum Mazda CX-5. Mazda bringt in das SUV-Segment einen kräftigen Schuss Design und Fahrspaß. Nebenbei glänzt man noch mit sauberer Verarbeitung und einem richtig kräftigen Dieselmotor. Ob man in den Linien des CX-5 nun wirklich eine Raubkatze im Sprung erkennen mag, sei mal dahingestellt. Fakt ist, der große Japaner gefällt und überzeugt.